Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich stehe wieder in meiner Werkstatt. Wir machen heute mal meinen Golf Winter fertig. Das heißt, ich zeige euch, was ich mache. Ihr müsst es nicht unbedingt machen, aber ist empfehlenswert. Zumindest kann man vielleicht noch was dazu packen oder weglassen. Was ihr übertrieben findet, was nicht, könnt ihr mir nachher unten in die Kommentare schreiben. So, das heißt, ich hole jetzt den Golf rein. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach von vorne an und hören hinten auf. Bis gleich. Der Golf ist drin, Motorhaube ist offen. Wir fangen an mit Öl. Erstmal ganz einfach, wir kontrollieren unseren Ölstand. Als allererstes, damit wir da schon mal wieder ganz safe in die Richtung gehen. So, wenn der Ölstand okay ist, braucht man nichts weiter machen, wie quasi den Steckel da wieder reinstecken und zum zweiten Part, ansonsten füllt ihr halt das nach, was ihr braucht, guckt, dass ihr das richtige Öl drin habt und schaut, dass es gerade die Ford EcoBoost-Fahrer, dass ihr wirklich das richtige Öl gekauft habt, weil da ganz speziell darauf achten, läuft nämlich der Zahnriemen im Öl, ihr braucht ganz spezielle Additive im Öl, ansonsten fliegt euch nämlich der Riemen früher oder später um die Ohren. Gut, das heißt, jetzt prüfen wir das Kühlwasser, ob der Frostschutz gegeben ist und füllen noch für die Sprühanlage Wasser, des Frostschutz auf. So, in meinem Fall habe ich mir einen Tester geholt für den Frostschutz fürs Kühlwasser. Die kosten 10 Euro, 15 Euro kriegt ihr eigentlich in jedem Autozubehörhandel. Da bitte nachfragen, dass ihr den richtigen bekommt, je nachdem, was ihr für ein Glyzantin habt. Funktioniert die Spindel nicht überall wegen der Dichte. Dementsprechend gucken, dass er den richtigen bekommt. Sieht man's? Ich würde sagen, das passt. Und dann noch etwas Scheibenfrostschutz. So, bevor wir aber die Winterreifen jetzt in Angriff nehmen, schauen wir jetzt erstmal noch schnell nach den Lichtern, weil ich habe immer so die Angewohnheit, sobald die Winterreifen drauf sind, ist für mich eigentlich so der Käse, der Drops gelutscht und ich vergesse das immer gerne. Und dann fährst du dann so einäugig durch die Gegend und die geben dir eine Lichthupe, weil sie dich nicht gesehen haben. Dementsprechend kontrollieren wir jetzt noch schnell die Lichter vorne, hinten, gegebenenfalls austauschen, wenn was kaputt sein sollte. So, nachdem ihr das kontrolliert habt, begeben wir uns jetzt an die Reifen. So, vier Stück an der Zahl, logischerweise. Ich prüfe jetzt nochmal das Profil und das Alter der Reifen. Könnt ihr sehen über die Dot-Nummer, das zeige ich euch aber später. Ich wie gesagt, Profiltiefe bei allen einmal durchmessen und den Reifenluftdruck durchmessen. Bei der Profiltiefe läuft es so, so mache ich es, gesetzlich gesehen sind wir bei 1,6 mm. Könnt ihr beim Winterreifen vergessen. Der Funk, das ist zwar, ihr dürft zwar noch fahren damit, aber funktionieren tut er nicht mehr. Zumindest nicht, wenn Schnee liegt. Wenn Schnee liegt, sind diese Lamellen, die hier zwischen sind, die arbeiten quasi hin und her und schleudern somit Matsch und Schnee wieder raus.
Was natürlich nicht funktioniert, wenn die Lamellen entweder nicht mehr da sind oder so steif sind, weil sie zu kurz sind, dass der Dreck einfach zwischen hängen bleibt. Das heißt, ihr macht einen Abgang von der Straße und ciao. Dementsprechend 3 mm und sobald die 3 mm quasi erreicht haben, fahre ich die im Sommer noch runter auf die 1,6 und dann gehen die über den Jordan. Oder wenn die Dinger zu alt sind. Zum Profiltiefe messen habe ich einen digitalen Prüfer. Den kann man, wenn man einschaltet, dann kann ich den quasi hin und her schieben und dann zeigt er mir meine Millimeter an. Jetzt tun wir das Ding erstmal auf 0 setzen. Das heißt, ich suche jetzt eine plane Oberfläche, zum Beispiel meine Hebebühne. So, ist jetzt genullt und auch plan. Das heißt, ich gehe jetzt rein. Es ist natürlich alles auf dem Kopf. So, dann habe ich jetzt noch. Seht ihr das? 5,79. Das mache ich jetzt bei allen 4 Stück. Und die am besten sind, man sagt ja normalerweise, kommen die auf die auf die Antriebsachse. Ist aber verkehrt. Die besseren Reifen kommen auf die Hinterachse. Die Hinterachse ist die Achse, die euer Fahrzeug in der Spur hält, nicht die vordere. Wenn 2 Reifen nichts mehr sind, dass ihr sagt, nein, die kann man aber nur noch hinten drauf machen, dann sind die Müll. Dann taugen die nichts mehr. Fertig, Punkt. Das heißt, der bessere Reifen kommt auf die Hinterachse, der schlechtere kommt auf die Antriebs-, also auf die Vorderachse. So. Ich messe jetzt die anderen noch durch, aber ich denke mal, dass die alle im gleichen Bereich liegen werden. Und da die mal von vorne nach hinten gewechselt worden sind. Und ja, dann geht es gleich weiter mit Montage. Ich habe jetzt gerade mal einen abgefahrenen Reifen geholt, weil man es hier besser sehen kann, der ist sauber. Die Dot-Nummer findet ihr immer in so einem ovalen Kästchen. Das ist hier 2717, heißt KW27, Baujahr 2017. Ich mache es immer so, Reifen, die älter als 6 Jahre sind, gehen bei mir eigentlich weg. Gut, dann würde ich sagen, Auto hoch, Räder runter und dann schauen wir weiter. So, Räder sind unten, vorne unten, hinten unten, ne? Ihr habt es gerade gesehen, da stehen sie alle 4. Was ich jetzt immer mache, ist einmal, ich überprüfe meine Bremse, das heißt die Scheibe sowie auch die Belagstärke. Ich prüfe, ist mein Federbein trocken, hat meine Feder irgendwelche Risse, ist die gebrochen, fehlt da schon ein Stück. Wie sehen meine ganzen Leitungen aus? Das ist jetzt das Kabel vom ABS-Sensor, wie schaut das aus? Meine Bremsleitungen, sind die rissig, sind die porös? Kann man das Licht, wenn ihr die so ein bisschen ganz leicht hin und her bewegt, seht ihr da Risse oder nicht? In dem Fall ist jetzt hier alles gut. Was nicht gut ist, ist, mein Antriebsölmanschette ist kaputt. Heißt, das nächste, was ich machen muss, bevor ich in den Winter starte, ist die Antriebsölmanschette. Hinten macht ihr quasi genau das Gleiche. Wir gehen mal rum. Wieder das Gleiche, also Bremsscheibe, Belege, die Feder, wie schaut die aus, der Dämpfer. Was macht der? Ist der ölig? Hier in dem Fall ist jetzt Gott sei Dank nur der Dreckschutz quasi oben. Das hat sich verabschiedet. Das muss ich mal neu holen, da muss der Dämpfer für raus. Ansonsten schaut das hier hinten auch gut aus. Habe ich schon geguckt. So, wenn ihr jetzt einmal rundherum alles geprüft habt, das was ihr halt seht, Schläuche, Leitungen, wie schauen die Bremsen aus, Bremsleitungen, ist eine Riefen in der Bremse drin, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob irgendetwas dann doch komisch ist, was ihr vielleicht so noch nie gesehen habt oder wo ihr denkt, oh, vielleicht gerade am Limit, fahrt in die Werkstatt, klärt das ab, fragt danach, wie es ausschaut, muss ich das jetzt machen, oder kann man das noch lassen, was wäre besser, wenn. Dann halt auf jeden Fall machen lassen oder selber machen, wenn ihr es könnt. In meinem Fall sind alle Leitungen alles soweit in Ordnung, bis auf die Antriebsölmanschette links, außen und innen. Habe ich aber, wie aus Zauberhand, schon da. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein Händler ist. Ne? Dann hat man sehr, sehr viele Sachen vor Ort. Gut,
Das heißt, ich schmeiße jetzt die Winterreifen drauf, prüfe den Luftdruck. Ah ja, guckt, dass ihr die richtigen Radbolzen habt für eure Felgen. Und zwar gibt es einmal Kegelbundschrauben und einmal Kugelbundschrauben. Da sieht man den Unterschied. Ganz wichtig, dass der Bund passt. Passt der Bund nicht, kann sich die Felge lösen. Also da bitte darauf achten, dass ihr nicht einfach irgendwo, ich habe gerade bei eBay für 100 Euro 4 Felgen geschossen mit Winterreifen und ich darf die fahren auf meinem Auto. Und ihr nehmt dann einfach, weil ihr keine Radbolzen dabei hattet, die Radbolzen, die bei euren Alus dabei waren oder so, weil ihr die gerade noch übrig habt. Da auf jeden Fall gucken, ganz, ganz wichtig, dass das passt. Nicht, dass ihr euch damit selbst ins Ausschießt. Das wäre doof. Ne? Also da gucken, das passt und die Dinger, dass die sauber sind. Bevor wir die Winterreifen natürlich überhaupt drauf machen, nehmt euch eine Drahtbürste. Ich mache das jetzt mit einem Akkuschrauber und einem Drahtbürstenaufsatz und macht bitte die Auflagefläche von eurer Felge. Macht ihr die bitte richtig sauber. Und das hat nicht nur den Hintergrund, dass die Felge nachher wieder runterbekommt, sondern Wärmeableitung, Festigkeit der Felge. Ihr zieht das ja mit eurem Drehmoment an, was sein muss. Und wenn die Felge jetzt natürlich nicht plan aufliegt, sondern auf Rost, dann kann sich der ganze Krempel natürlich lösen, weil ihr natürlich die Felge nicht so hingezogen habt, wie sie hin muss. Deswegen schön sauber machen. Fett soll da normalerweise keins hin. Ich mache immer ganz, ganz kleines bisschen was hin, damit es halt am nächsten Mal wieder nicht so gammelig ist. Aber wirklich Hauch von nichts, also ein bisschen was mit dem Finger, einfach nur ein bisschen was verteilen, dass halt was da ist. Ihr sollt das nicht fluten. So, wie ihr seht, Auflagefläche ist sauber. Da mache ich jetzt ganz, ganz kleines bisschen Fett hin und dann kommt der Reifen drauf. So, die hässlichen Stahlfelgen sind jetzt auf dem Auto drauf. Ich werde jetzt noch Luft prüfen. Wie viel Luft reinkommt, seht ihr eigentlich immer bei euch am Auto, steht es entweder im Tankdeckel oder in der Tür. Wenn ihr die Tür aufmacht, müsste da irgendwo eine Plakette sein, wo es drin steht. Sollte das nicht der Fall sein, dann schaut mal in eurem Checkheft-Bordbuch oder einfach mal im Netz googeln, was quasi da vorgeschrieben ist. Aber normalerweise steht es auf dem Auto drauf und zwar meistens am Tankdeckel, soweit ich das weiß. Was natürlich wahrscheinlich sehr viele von euch oder wahrscheinlich sogar mehr als 90% überhaupt nicht machen, ist eine Hohlraumkonservierung. Und zwar mache ich das eigentlich vor jedem Winter. Ich hau da immer mal Wachs halt hinter die Rathäuser, die Kunststoffabdeckung. Normalerweise mache ich die einmal im Jahr runter bei einer größeren Wartung. Da schraube ich dann alles auseinander, mache den Dreck dahinter weg. Und zum Winter hin, wenn ich einen Schnorchel dabei habe für die Dose, halte ich den nur dahinter und ziehe den einmal durch. Ansonsten klappe ich halt den Innenradlauf ein Stück weg und sprühe es dahinter. So, jetzt geht's ans Räder anziehen. Also Auto habe ich jetzt einmal abgelassen. Wir ziehen jetzt die Räder an und zwar mit dem richtigen Drehmoment. Das richtige Drehmoment finde ich zumindest immer so raus und zwar habe ich hier eine Liste. Wir können jetzt mal gucken. Volkswagen und dann schauen wir mal hier. Da, zack, zack, Golf 4, 1J, 97 bis 2003, 120 Newtonmeter. Diese 120 Newtonmeter werden wir jetzt im Drehmomentschlüssel einstellen. Zicke, zacke, Hühnerkacke, was ist hier los? Noch ein Stückle. Wird scharf. Zack, sollte passen. 120. So. Verriegeln, damit da nichts schief geht. Passende Nuss und dann geht's los.
ihr halt bei allen Vieren. Dann Radkappen drauf, falls vorhanden. Bei mir sind Radkappen vorhanden, noch die Originalen. Das heißt, die kommen auch da drauf. Aber wenn ihr Alufelgen habt, dann logischerweise keine. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach Feierabend, weil Radkappen drauf machen, denke ich, brauche ich euch nicht zeigen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine unfallfreie Fahrt durch den Winter. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter das Video drunter. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Wenn ich was vergessen haben sollte, dürft ihr mich gerne natürlich korrigieren. Ansonsten, gute Fahrt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.